liebe Freunde des Kochens. Heute mache ich Jarkol. Jarkol ist ein Eintopf, das ist eine auf russische Art. Da wird es einfach Kartoffeleintopf für dich, so sagen. Meine Zutaten sind Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer sind die Gewürze, Paprikapulver und ich habe hier Knochen, Suppenknochen. Das tun wir jetzt alles zu weit vorbereiten. Das seht ihr gleich. So, als erstes, bevor wir mit alles anfangen, tue ich jetzt das Öl, gebe ich in meinen Topf rein, in meinen kleinen Kasanchik, in meinen großen Kasanchik. Das tue ich halt etwas rein zum Anbraten. Ja, so 50-60 ml reichen vollkommen aus. In der Zeit, solange mein Öl jetzt vorheizen tut, damit wir uns Zeit sparen tun und schneller vorankommen, fange ich schon mal mit den Sachen zuzuschneiden. Als erstes tue ich die Zwiebeln und die einfach würfeln. Die Zwiebel habe ich jetzt zugeschnitten, mein Öl ist jetzt auch schon soweit. Man riecht. Wenn ihr zum Beispiel braten tut, seid bitte vorsichtig. Wenn ich jetzt das ganze Zeug rein tue, es gibt einen bestimmten Fleischsaft und der wird gleich sehr stark spritzen. Um das zu vermeiden, macht lieber langsam. So, das Fleisch habe ich jetzt reingetan, ist sehr viel, das macht nichts aus, das tue ich jetzt abdecken und durch immer wieder umrühren, dass das halt angebraten ist. Und durch das Abdecken bleibt der Dampf oder die Flüssigkeit drinnen und so kann es halt besser garen, es brät und garbt gleichzeitig. Genau, die ganzen Mengenangaben findet wie immer unten in der Infobox, wo ich genau angeben. So, die Zwiebel habe ich jetzt zugeschnitten, jetzt kommen wir zu der Karotte. Ihr habt die Möglichkeit, sie klein zu hobeln und ihr habt sie halt grob zu hobeln. Wenn ihr die zum Beispiel grob hobeln tut, sieht man die später auch. Wenn ihr die fein grob hobeln tut, sieht man nicht mehr, aber der Geschmack ist trotzdem da. Und wir brauchen die Karotte, weil die hat eine gewisse Süße, was euch geben tut. Daher ist es euch frei zu überlassen. Wollt ihr sie grob oder fein? Meine Familie liebt sie immer fein. Weil dann hat man das Gefühl, dass in dem Jarkol nur Kartoffeln drin sind und Fleisch und nichts mehr anderes. Deswegen hobel ich das immer sehr fein. Sorten habe ich jetzt durchgerieben. Jetzt wird nicht wieder mit dem Fleisch. Ihr sollt immer wieder danach gucken. Aufmachen und durchrühren, dass es halt gleichmäßige Bräune bekommt von einer Seite und von einer Seite angebrannt ist und von der anderen Seite nicht schöne Farbe bekommt. Warum decke ich immer das ab? Der Bekannte von mir, oder unsere Freundin, hat immer gesagt, ja, sie bereitet nichts vor, was braten tut. Aufgrund des, weil es ist immer sehr stark spritzen tut und Öl. Deswegen sollte man immer halt, wenn ihr sowas machen tut, gleich mit dem Deckel abschließen oder wenn ihr zum Beispiel habt, lasst es ein bisschen offen seitlich verschoben. So brät es trotzdem und trotzdem hat man einen gewissen Spritzschutz, dass es halt nicht so breit verspritzen wird. Wir widmen uns wieder den Knoblauch. Den könnt ihr reiben. Ich liebe es oder bevorzuge immer geschnitten. Ich weiß nicht, geschmacklich macht es überhaupt nichts aus. Aber ich mag es persönlich, dass es in kleine Würfel geschnitten. Ansonsten kann man die auch nehmen und an der feinen Reibe reiben. Den Knoblauch habe ich wieder geschnitten. Jetzt komme ich wieder den zum Fleisch. Das wird schon richtig braun. Ja, das bleibt dann so ein bisschen. So. Wie ihr seht, ich habe hier Fleischstückchen auf Knochen. Durch den Knochen gibt es halt sehr schöne Brühe, was man später auch hat. Die Brühe tun wir dann runter reduzieren, man kann sehr viel, als teilweise fast schon die Suppe nehmen oder wir nehmen als Eintopf mit weniger Wasser. In dem Fall nehme ich weniger, weil das ist Jarkol und das wird eher so eintopfmäßig mit etwas Flüssigkeit. Jetzt tun wir mal eine Tasse Wasser rein, damit uns das Fleisch etwas schmoren tut.
Weil von Anbraten reicht es vollkommen aus. Jetzt lassen wir das ein bisschen schmoren. Auch gleichmäßig vermischen. Jetzt tue ich die Hitze auch etwas runter reduzieren von 9 auf 6 und lasse ich jetzt so 10 Minuten vor sich hin köcheln. In der Zeit tue ich meine Kartoffeln schneiden. Die Kartoffeln tun wir jetzt so schneiden. Ich habe hier ein Kilo oder 10 mittelgroße Kartoffeln. Die schneiden wir jetzt so einfach in der Hälfte schneiden und dann so in halb bringen, oder man kann sie auch vierteln. Das ist halt dann jedem selber überlassen, wie er mag. Ich mag sie geviertelt, ich mag sie nicht so groß in der Jarkohle. Deswegen tue ich immer so vierteln. So ungefähr sollen sie halt ausschauen. Man kann sie größer schneiden, man kann sie auch etwas feiner schneiden. Aber ihr müsst halt dann berücksichtigen, wenn ihr je feiner ihr zuschneiden tut, desto später solltet ihr die Kartoffeln reintun. Ansonsten verkocht und dann habt ihr einen Kartoffelbrei mit Knochen. Kartoffeln sind zugeschnitten, Zwiebel, Karotten und Knoblauch genauso. Jetzt widmen wir uns wieder dem Fleisch. Das Wasser ist schon gut rausgegart, ihr seht ja, das hat hinein. Als erstes tun wir den Zwiebel, Karotten und Knoblauchgemisch rein. Alles rein. Das tun wir jetzt leicht anbraten, auch ummischen, dass es überall ist. Die Zwiebeln, wo kein Liebhaber ist von Zwiebeln, die Zwiebeln verkochen fast vollständig. Deswegen auch die Karotten, die werden jetzt auch teilweise zerfallen im Wasser, wenn sie gekocht werden, bleibt nicht viel übrig, aber das hinterlässt alles seinen Geschmack. Jetzt tun wir die Hitze ein bisschen wieder erhöhen, damit wir uns die Sachen anbraten können. Jetzt spritzt ja nichts mehr, wie ihr sehen tut, deswegen können wir auch ohne Deckel weitermachen. Ach, wie das riecht so schön. Knoblauch, Zwiebeln, Fleisch, ja, traumhaft. Das habe ich jetzt ungefähr 3-4 Minuten anbraten lassen. Jetzt durch die Kartoffeln genauso leicht anbraten, damit sie auch die Röstaromen aufnehmen tun. Komplett rein. Muss man nicht, kann man, würde ich euch nur empfehlen, schmeckt um einiges besser. Deswegen immer wieder halt leicht umrühren, dass die Kartoffeln nicht zubereitet werden, sondern wirklich leicht angebraten werden, um die Röstaromen aufzunehmen nochmals. Jetzt haben wir die Kartoffeln, habe ich jetzt auch noch ca. 5 Minuten anbraten lassen, damit sie die Röstaromen, wie gesagt, nochmal Röstaromen aufgenommen wird. Ich glaube, ich habe schon einige Mal das gesagt. Jetzt tue ich das alles abwürzen, Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Ihr kennt halt, das sind halt Standardgewürze. Und dann auch gleich rein. So. Wenn ihr zum Beispiel genau wissen wollt, wie viel habe ich jetzt reingetan. Ich habe jetzt von dem Salz einen Esslöffel, ein bisschen weniger, einen Esslöffel Salz habe ich genommen. Einen Teelöffel Pfefferschwarzen und einen Teelöffel von der Paprikapulver. So, jetzt durch Wasser hinzufügen. Wie viel Wasser ist drin? Jetzt ist es genau ein Liter. Ihr müsst aber variieren, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein kleines Gefäß habt oder weniger nehmt von den Sachen, was ich jetzt angegeben habe. Schaut, dass das Fleisch und Kartoffel genauso überdeckt ist, dass man noch ein bisschen Spiel hat. Weil das wird jetzt kochen, die Kartoffeln nehmen das, die Flüssigkeit auf, das Fleisch genauso. Und einiges an Wasser wird verkocht, einfach verdampft. Deswegen ist das optimal. Wollt ihr das flüssiger haben wie eine Suppe, dann fügt ihr halt ein bisschen mehr Wasser hinzu. Dann habt ihr es sehr flüssig. Ansonsten so passt, dann habt ihr so einen gewissen Eintopf drin. Das tun wir jetzt alles abdecken. So. Und lassen jetzt das 15-20 Minuten vor sich hin köcheln, damit der auch Kartoffeln sehr gut zerkocht ist. Ich nehme immer vorwiegend festkochende Kartoffeln. Mir gefällt das Mehlige daran.
Ihr könnt auch natürlich auch Festkochen nehmen, dann bleiben sie fest, dann müsst ihr auch die Garzeiten etwas länger da lassen. Liebe Leute, wir sind jetzt 20 Minuten um. Jetzt machen wir kurz auf. Oh, riecht das lecker. Dieses schöne Pechnuto. Jetzt hole ich mir eine Kartoffel raus, probiere ich, ob sie jetzt durch sind und gleichzeitig nach den Gewürzen, ob alles passen tut. Die ist richtig zerkocht. Lecker. Fehlt mir noch ein bisschen Salz. Das tue ich jetzt noch nachwürzen. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch. Wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Vorschläge, schreibt sie mir in die Kommentare. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.